Herausforderung, die ist eigentlich jeden Tag sicher zu arbeiten. Wir arbeiten ständig mit großen, schweren Maschinen zusammen, die oft auch unter hohem Druck stehen. Und da ist es einfach wichtig, sicher und vorsichtig zu arbeiten. Ja, natürlich gibt es technische Herausforderungen, gerade dann, wenn man zum Beispiel im Einkauf sitzt. Ja, man dann halt darauf achten muss, dass auch alles passt, von der Abmessung, von dem, ja, alles, was das Produkt dann halt erfüllen muss. Also ich bin jetzt auch nicht so die Technikerin, aber so ein bisschen sollte man nicht abgeneigt sein, also schon ein bisschen Interesse daran haben. Es ist nicht nur, dass man dann an einem Arbeitsplatz gebunden ist, sondern man kommt sehr weit rum und hat dementsprechend auch viel Freizeit, weil man in der Regel bei uns 2 Wochen arbeitet und danach 2 Wochen frei hat. Ich denke, damit kann man sogar mit der Familie mehr Zeit verbringen als Leute, die montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Ich bin stolz drauf, für die Casey Lodge zu arbeiten, ja. Weil die Zusammenarbeit insbesondere mit meinem Team immer wieder spannend ist und immer wieder auch positive Herausforderungen darstellt. Ich bin aber immer schon eine Stunde eher auf dem Turm, um alles ruhig angehen zu lassen und nicht hektisch irgendwie den Job aufnehmen. Lerne auch manchmal jüngere Leute an und das macht mir Spaß, um den Leuten das beizubringen. Muss schon sicher sein, sonst braucht man so einen Job nicht machen. Safety ist relevant. Ich möchte, dass die Mitarbeiter, die zur Arbeit gehen, auch wieder gesund nach Hause kommen. In gewisser Weise bin ich sehr stolz darauf, auf das, was wir machen, denn wir können Einfluss darauf haben, ob wir Umweltschaden zufügen oder nicht. Der Bauer möchte nachher wieder ernten können auf dem Feld. Wenn wir da nicht mithelfen, kann er das nicht mehr.